Aber sonst sind die Leute anscheinend zufrieden. Ich weiß nicht, was die immer alle haben. So. Das sind schon 3-3. Das geht jetzt schon immer schneller, immer schneller. Ach nee. Warum geht er jetzt immer alles? Warum macht er das denn mit mir? Finde ich nicht nett. Muss ich ja jetzt mal so sagen, ne? So, dann bauen wir mal ein Einkaufscenter. Ich hoffe, es geht das Teil nicht jetzt irgendwie kaputt oder so. Da habe ich ja irgendwie gar keinen Bock drauf. Da werden wir dann keine Mitarbeiter mehr frei. Jetzt nicht wegen den Materialien, sondern wegen den Arbeitern. Ja, wunderbar. Dann holen wir uns noch direkt einmal Materialien dabei. Können wir hier irgendwas machen? Bäckerei. Brandschutzsysteme. Das war auch teuer, ne? Sicherheit haben wir. Hier, 150.000, ja. Aber jetzt sind wir schon bei 3,6, die wir bekommen. Ist ja schon mal nicht ganz ohne. Und wir könnten ja auch rein theoretisch gesehen hinterher ein Restaurant bauen. Dann können wir auch große Häuser bauen, weil die geben natürlich mehr Geld ein, ne? Ist ja klar. Ja, ich glaube, da sollten wir drauf hinsparen. Sind wir auf dem besten Weg. Haben wir schon mal 700. Ich weiß, wir könnten jetzt noch mal, aber wir machen danach erst einmal noch mal was frei. Zum Beispiel jetzt. Dann findest du noch die zwei Mitarbeiter. Das heißt nur, aber kriegen wir ja auch wohl irgendwie hin. Ach nö. Du hast mir jetzt noch gefehlt. Ja, da geht das Ganze, was wir jetzt hier anschaffen, wieder weg. Aber das ist leider so. Aber mit dem einen Level, was wir da eben hatten, das ärgert mich doch. Das ärgert mich wirklich. Mit den Einnahmen. Und wir das geschafft haben, dann geht irgend so ein scheiß Haus kaputt und das reißt sich dann runter. Ja. Muss ich sagen, das fand ich nicht ganz so toll. Da haben wir schon 13 und ich würde auch sagen, die hier kriegen mal eine kleine Aufwertung. Und da kommt ja noch mehr Geld rein. Ja klar, die habe ich gerade einen Stern gegeben, du. Hier ist aber nicht in Ordnung hier. Ja, die geben jetzt ja schon 800. Hier können wir auch mal einen Stern reinhauen. Dann gibt das auch schon mal mehr. Und da haben wir wieder die 40.000. Die können wir auch schon mal investieren, weil wir haben ja noch 420. Ich weiß, wir werden die natürlich jetzt auch aufbrauchen, weil das Teil wird jetzt definitiv kaputt gehen. Das sehe ich schon kommen. Ja. Und dann. Ah, was habe ich gesagt, liebe Leute? Was habe ich gesagt? Ja? Ja.
Wisst ihr Bescheid. Die kleinen Häuser, die gehen ja noch mit 24, aber die beiden, die hauen einfach nur rein. Und natürlich auch gleich das Restaurant. Klar. Da braucht man, glaube ich, gar nicht weiter drüber zu diskutieren. Die hauen natürlich richtig rein. Und ich denke, wir können auch schon mal ein großes Haus bauen. Denn wir haben gleich die Materialien zusammen und auch das Geld, dass wir da das dann soweit bauen können. Ne, da brauchen wir noch ein bisschen. Aber jetzt kommt ja wirklich schön Kohle rein. Wenn das Restaurant da ist, dann gibt es hier auch wieder Zufriedenheit mehr. Das heißt, auch wieder mehr Kohle. Und das heißt, wir haben auch dann wieder mehr, was wir Ich weiß schon gar nicht mal, was ich sagen wollte. Ach nee. Habt ihr kein Schloss? Da ist kein Schloss. Ihr kriegt auf jeden Fall noch ein Schloss. Hier könnte ich noch ein Internet-Café. Oh nö. Noch ein Internetcafé machen. Aber das war auch, glaube ich, so teuer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Das ist richtig. Alter! Direkt drei Häuser. So, du kriegst noch eine Aufwertung. Du auch. Und du auch. So, 31.000 haben wir. Hundertfünfundzwanzigtausend waren das ja richtig. Jetzt kriegen wir ja schon 5.000. Perfekt. Haben wir hier noch ein Haus. Wird natürlich schade sein, weil hier wird das dann wieder Karma abziehen, also die Zufriedenheit, aber da kann man leider nichts dran ändern. Ah, wir kriegen ja jetzt genügend rein. Da können wir dann auch gleich das Internetcafé dann da reinmachen. Dürfte in Ordnung sein. Boah, 7.500 kriegen wir rein. Da. Boah, ja, 7.3. Aber es ist schon. Ist schon nicht ohne. So, hier auch nochmal. Ich glaube 125.000 hat man gesagt, ne? So, auch du wirst natürlich damit ausgestattet, ist ganz klar. Und wirst auch damit ausgestattet. Und wir brauchen nochmal einmal Materialien. Und das muss repariert werden. Ja, zack, steigt die Zufriedenheit und wir kriegen mehr Kohle. Haben wir schon 8 Häuser, die gesaved sind. Das wären 19, 11, 12, 13, 14, 15. Da passen genau 15 Häuser.
Genau 15 Häuser passen dahin. So, dann kaufen wir uns noch schnell die Lizenz für Internet. Das steigert. Boah, nö. Aber 18 inspizierte Gebäude, was heißt das? Dass das auch aufgepusht wurde oder so? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Dann würde ich sagen, holen wir uns noch diese Bäckerei. Ja. Es waren, glaube ich, 150.000 Euro dieser Brandschutz. Und dann bauen wir die restlichen Häuser. Und dann hoffe ich, kriege mal hier diese Trophäe. Ich wüsste es sonst nicht anders. Keine Ahnung. Inspizierte Gebäude. Postgebäude bringt uns schon 412 ein. 385. Boah, 742. Das Restaurant. Okay, wir haben jetzt gleich das Geld zusammen. Gut, dann holen wir uns noch dieses Brandlizenzgedöns. Und dann machen wir das hier noch. Und dann hoffe ich, dass das soweit alles klar geht hier. Also das ist das, was ich jetzt so darunter verstehe. Ich kann mich natürlich auch irren. Klar. Aber gut. Achso, ich müsste auch nochmal Materialien besorgen. Müssen auch noch ausgestattet werden. Das geht ja jetzt schnell. Dass wir das Geld zusammen haben. Dann kriegst du auch noch einen Stern. Dann brauchen wir noch Materialien. Und oh Gott, da geht dann da wieder ein Haus kaputt. So, dann wirst du noch abgerissen. Und dann noch einmal Materialien. Ich weiß nicht, ob ich noch Landwirtschaft. Das könnten wir noch machen. Achso, wir haben keine Arbeiter mehr. Auch ihr werdet logischerweise Alter, was ist denn hier gerade los? Hallo. Ist gut jetzt. Alter Vater, ey. Alles klar. Dann bauen wir noch die letzten Häuser.
Zack. Ein Schlüssel dran. So, dann wird das bitte noch frei gemacht. Das wird bitte repariert. Die bekommen noch einen Schloss dran. So, und natürlich auch einen Stern. Ist ja klar. So, dann kommt da ein Häuschen hin. Dann habe ich alle. Also mit dem dann noch. Ja. Dann schon mal mit so einem Dingen hier versehen. Guck mal, wie viel wir bekommen. Ne? So, die muss noch repariert werden. So, ein Schlüssel, Mitarbeiter, noch ein Mitarbeiter, du kriegst auch noch einen Stern. Dann habe ich alle mit einem Schloss und mit einem Stern versehen. Oh, Kontostand 500.000 und 4.000 Materialien. Dann wollen wir das mal machen. Ja, sieht doch schon mal gut aus. Klar, wir verlieren auch immer mal wieder, aber Geld können wir besser steuern als Materialien. Ist halt leider so. Na, das geht andauernd weg. Na? Haben wir gerade mal ein bisschen dazu gewonnen. Machen wir nochmal drei. Weil das Hickey wird gleich ja wieder weggehen. Wenn wir unter den 4000 kommen. Deswegen werde ich gucken, dass wir jetzt was um die 5000 haben. Haben wir ein kleines Polster, falls mal irgendwas passieren sollte. Und das mit dem Geld, das geht dann irgendwie von ganz allein. Ja, wir können hier auch noch. Hier 8. Ja. Nochmal aufwerfen. Da kriegen wir dann noch mehr Kohle. Vier. Hier ist auch noch einer mit 8. Ja, wir schwimmen jetzt gleich im Geld. Und dann ist das auch in Ordnung. Wir haben 16 Mitarbeiter, so viel haben wir auch noch nie gehabt. Sehe ich gerade. So, aber jetzt nochmal hier ein bisschen aufstocken, damit wir nicht unter die 4000 fallen. Und die 500.000, die kommen jetzt auch gleich. Ja, hier können wir auch noch einen Stern vergeben. Ja. Wir sind immer noch im guten Bereich und die 500.000 haben wir auch gleich. Und damit haben wir dann auch diese Kampagne hier geschafft. Seht ihr? Klasse, die Einwohner fühlen sich jetzt sehr viel sicherer. Ich hoffe, das bleibt so. Tja, was das mit dem Inspizieren dann heißt, keine Ahnung. Ich habe die jetzt mal alle aufgerüstet, ich weiß es nicht. Aber ich werde jetzt die Aufnahme beenden, denn ich muss auch jetzt ins Bett. Ist schon spät genug. Und ja, damit verabschiede ich mich dann von euch und sage dann bis morgen. Bis dahin. Tschüss.